Nach State 1 kommen wir jetzt zu State 2, Stressmanagement. Du siehst, wie dein Körper in einer Stresssituation reagiert. State 2, Stressmanagement. Die meiner Meinung nach beste Darstellung für einen durchlebten Stresszustand kommt von Vera F. Birkenbill aus dem Titmus-Vortrag von 1988. Ein Vater hat eine Frau und zwei Kinder. Er ist ein sehr pünktlicher Mensch, fährt mit dem Auto zur Arbeit und hat ein Büro im 22. Stock. Er wohnt mit seiner Familie in einem Reihenhaus mit einem Badezimmer. Das heißt, in der Früh müssen vier Personen durch das Badezimmer geschleust werden. Für gewöhnlich steht die Frau als erstes auf, verlässt das Bad und macht das Frühstück. Danach steht die 17-jährige Tochter auf und geht nach dem Badezimmer beim Bäcker einkaufen. Der 13-jährige Sohn steht als nächstes auf, verlässt das Bad und weckt seinen Vater. Nachdem der Vater das Bad verlassen hat und gemütlich beim Frühstück sitzt, fährt die Mutter die beiden Kinder zur Schule. Danach fährt er zur Arbeit und kommt höchst pünktlich im Büro an. Doch heute ist alles anders. Der Wecker hat wegen einem Stromausfall nicht funktioniert und man hat verschlafen. Die Frau merkt es, weckt die Kinder und lässt sie in der Küche schnell die Zähne putzen, weil der Vater ins Bad muss. Jetzt weckt sie ihren Mann. Das heißt, nicht gewohnheitsgemäß die Stimme seines Sohnes wird ihn wecken, sondern die Stimme seiner Frau, welche eine deutliche Note der Panik enthält. Jetzt wird sein Reptiliengehirn zuerst wach und sein limbisches System empfindet Unlust. Die ersten Stresshormone werden ausgeschüttet. Dann sieht er auf die Uhr und begreift erst jetzt, was seine Frau gerade gesagt hat. Danach rast er ins Bad und will schnell duschen. Weil Stresshormone für muskuläre Aktivitäten gedacht sind, wie Kampf oder Flucht, hat man unter Stress kein Fingerspitzengefühl mehr. Er dreht den Wasserhahn der Dusche zu weit auf und verbrüht sich. Weitere Stresshormone werden ausgeschüttet. Beim Rasieren schneidet er sich, es gibt kein Frühstück, es gibt keinen Kaffee etc. Er fährt mit vielen Kampfhormonen im System in die Arbeit und muss in den 22. Stock. Bis der Lift herunterkommt, dauert es ungewöhnlich lange. Und als er im Lift steht und losfährt, hält der Lift im 20. Stock. Doch da steht niemand. Ihm kommt es vor, als würde die Lifttüre ewig offen bleiben. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sich die Lifttüre wieder schließt und der Lift weiterfährt. Stell dir zur Veranschaulichung vor, dass Stresshormone nicht in deinen Blutkreislauf geleitet werden, sondern in einen Messbecher. Der Messbecher, Stresshormontopf, hat unten ein Sieb, sodass die Stresshormone langsam abfließen können. Wenn jedoch mehr Stresshormone produziert werden, als abfließen können, steigt der Stresslevel an. Wenn eine kritische Marge an Stresshormonen überschritten wird, fällst du in einen psychologischen Nebel. Im psychologischen Nebel können Teile des Denkhirns nicht mehr arbeiten. Es kommt zu Denkblockaden. Es ergibt sich eine Rückmeldung an das Reptiliengehirn, da diese Stressmenge bereits Distress bedeutet. Deshalb kommt man oft stundenlang aus einer Ärgersituation nicht mehr heraus. Wenn du sehr empfindlich reagierst, dann bedeutet das, dass du dich nahe an der kritischen Marge befindest. In diesem Moment reicht eine Kleinigkeit, um aus der Haut zu fahren. Mit Menschen, die chronisch aus dem Reptiliengehirn reagieren, zum Beispiel Choleriker, kann man nicht vernünftig sprechen. Ein solcher Mensch kann mit seinem analytischen Denkhirn nicht aufnehmen, was du ihm sagen möchtest. Das ist kein Homo sapiens, sondern ein Hormo sapiens. Das heißt, solche Menschen sind nicht fies, sondern sie sind arm. Diese Menschen leiden. Wenn dir also jemand in dieser Stimmung begegnet, vielleicht sogar du selbst, und du dir über die momentane Situation bewusst bist, dann kannst du besser verstehen, besser reagieren und tolerieren. Zusammengefasst, was bedeutet zu viel Stress für dich? Du empfindest die Welt sehr negativ. Du bist plötzlich umgeben von Idioten, unmotivierten Kollegen, Leuten, die dir Schlechtes wollen. Du lebst in einer komplett anderen Wirklichkeit. Doch du erschaffst dir deine Wirklichkeit selbst. Deine Zeitwahrnehmung verändert sich. Das heißt, je gestresst du bist, desto mehr Zeit hast du subjektiv, diesen Stresszustand voll zu genießen. Dein Denkhirn wird beeinträchtigt. Durch die Denkblockaden und durch die Tatsache, dass Stress Kraft kostet, hast du wenig Energie für die eigentlichen Aufgaben. Menschen im Stress sind immer unter Zeitdruck und es kommt wenig dabei raus. Auch Time-Management-Tipps helfen nicht weiter, wenn man sich weiterhin stressen lässt. Das heißt,
Du musst an dir und deiner Einstellung arbeiten. Siehe Personal Development Philosophy. Erst dann helfen dir Tipps und Tricks, deine Zeit besser einzuteilen, und erst dann solltest du weiterlesen. Weitere Infos findest du im Textausschnitt unterhalb des Videos. Im nächsten Video geht es um die ersten Tipps gegen Stress, Entschlusskraft, Ankerreiz, Mantras und Vorbilder. Für deinen persönlichen Life-Changing-Moment bitte abonnieren und gleich rechts daneben auf die Klingel drücken. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, nutze deine Zeit, dein Josef Limbacher.